möchten nichts mehr riskieren. Es war gestern schon trocken und viele konnten ihre Pflichtrunden abspulen, so auch wir. Und dennoch, da wir gestern halt sehr, sehr viele Unfälle auf der Strecke hatten, viele Code-60-Phasen, was natürlich auch die Rundenzeit beeinflusst, haben wir uns gedacht, komm, einmal mit neuen Reifen, gucken wir mal noch, was geht. Leider dann aber auch in der schnellen Runde bei mir am Anfang relativ schnell in eine Code-60-Phase reingekommen, sodass wir ihn abgebrochen haben, haben uns mit P3 in der SP10, der GT4-Klasse, zufrieden gegeben und werden dann auch morgen von dieser Position ins Rennen gehen. Wir haben alle vier gestern unsere Pflichtrunden erfüllt, waren von der Platzierung auch zufrieden mit Platz 3. Wir haben jetzt heute im Training haben wir das Ganze natürlich beobachtet und geguckt, was die Konkurrenz macht. Ein Wagen war jetzt dann am Ende doch noch vor uns und mit Platz 4 sind wir nach wie vor zufrieden und können damit ganz beruhigt ins Rennen gehen. Jawohl!